Hi, finite Elemente Methode für Einsteiger. Was musst du bei einer dynamischen Berechnung bedenken? Wenn du eine Berechnung durchführen willst oder wenn du ein Konstrukteur bist und eine Berechnung in Auftrag gibst, warum musst du wissen, in etwa im Hinterkopf, was das Programm braucht und wie das im Hintergrund in etwa rechnet? Das und vieles mehr. Bis gleich. Mein Name ist Willi Kreisch, ich bin Berechnungsingenieur in einem mittelständischen Unternehmen und habe mit Strukturmechanik zu tun. Das heißt, ich bekomme von einem Konstrukteur ein Bauteil, beziehungsweise sehr oft ist es sogar eine Maschine, beziehungsweise ein Segment einer Maschine und muss diesen untersuchen, sei es statisch oder dynamisch. In einem der letzten Videos, YouTube-Videos, habe ich über finite Elemente Grundlagen gesprochen und da ging es hauptsächlich um Statik, um statische Berechnung. Das heißt, ich gebe irgendwo eine Kraft drauf, das gesamte FEM-Modell, das gesamte Modellsystem verformt sich irgendwie. Es gibt Verzerrungen in einzelnen Elementen. Man muss da ein bisschen auf Netzgüte achten. Man muss ein bisschen gucken, wo ist Einspannung, wo ist Kraft. Und dann kannst du mittels FEM relativ einfach Spannungen entnehmen aus deinem System. Wenn du allerdings ein Modell bekommst, das du dynamisch untersuchen willst, das heißt, du hast Angst, dass du irgendwo in Resonanzprobleme gerätst. Du hast eine Maschine und du hast da eine Eingangsfrequenz. Das heißt, da wird irgendwas angeregt und du hast Angst, dass diese Maschine in diesem Bereich Resonanz bekommt. Das heißt, Eigenfrequenzen der Maschine genau da liegt, wo die Erregerfrequenzen liegen. Um das zu vermeiden, kannst du es vorher dynamisch versuchen, zumindest abzuklären. Das funktioniert wie folgt. Wenn du ein, erstmal ganz einfaches Modell, eine Masse, eine Feder, jetzt habe ich noch einen Dämpfer hinzugetan. Wenn du statisch rechnest, dann rechnest du ja mit einer Kraft, du drückst auf diesen Punkt, die ganze Feder verformt sich. Statisch gesehen spielt weder Masse noch die Dämpfung eine Rolle. Masse spielt keine Rolle, wenn es nicht mit Gravitation aufgegeben ist. Wenn es mit Gravitation irgendwie belastet ist, spielt natürlich Masse auch eine Rolle. Aber in dem Fall habe ich nur eine Punktkraft, die hier angreift. Und dann spielt tatsächlich nur die Federsteifigkeit eine Rolle. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, also diese Gleichung wäre komplett bis hierhin interessant, nur die Federsteifigkeit, die Auslenkung und die Kraft. Diese drei Komponenten sind wichtig. Darum ging es im letzten Video im Grunde. Das heißt, wenn du komplexere Systeme nimmst, nicht so ein einfaches System, sondern etwas komplexere Systeme, dann interessiert dich nur dieser Term, nur die Steifigkeitsmatrix deines Systems und die Verformung, die Auslenkung, somit kriegst du die Kräfte raus. Oder andersrum, du kannst durch Steifigkeitsmatrix, die gegeben ist und die Kräfte, die gegeben sind, kannst du rückwärts auf die Verformungen rechnen, beziehungsweise das kannst du wiederum auf Dehnungen umrechnen, das kannst du wiederum auf Spannungen umrechnen. Das war die Logik für der statischen Berechnung. Das heißt, wenn du eine statische Berechnung exakt haben möchtest, musst du möglichst gut deine Struktur abbilden in FEM und deinem Berechnungsingenieur diese geben, möglichst fein alle Radien, so wie die wirklich sind, abgeben, weil in kleinen Radien ist die Spannung sehr oft die höchste, die ist zwar sehr lokal begrenzt, aber trotzdem will man die vielleicht wissen. Wenn du allerdings eine dynamische Berechnung haben willst, interessiert den Berechnungsingenieur einiges mehr. Also als erstes auch Steifigkeit. Aber Steifigkeit ist je nach Schwingform eine unterschiedliche. Du kennst das ja vielleicht, wenn du so ein Modell hast. Also das ist, ich habe hier quasi Balkenelemente. Das sind Elemente, die Balkeneigenschaften haben. Die kann man biegen, die kann man ziehen, die kann man tordieren. Also im Grunde alles, was ein Balken kann, kann dieses Element.
Die Knoten sind die Grenzpunkte zwischen einzelnen Elementen, das heißt, an Knoten sind die miteinander verbunden. Und innerhalb eines Elements wird die Spannung einzeln für sich berechnet. Jetzt hast du ein Balkenelement und dann gibst du hier drauf, angenommen, eine Kraft. Du gibst hier drauf eine Kraft in die Richtung. Da kannst du dir vorstellen, dass das Ganze sich irgendwie verformen wird. Das Ganze fängt hier schon an, leicht sich zu verformen. So hoch, dann wird dieses Teil auch noch irgendwie verformt und das Teil wird auch noch irgendwie verformt und dann hast du irgendwie sehr übertrieben dargestellt so eine Verformung. Ne? Wenn du die Steifigkeit von dieser Belastung, das heißt dieser Einspannstelle, dieser Struktur und dieser Belastung berechnen würdest, indem du ganz einfach sagen würdest, dein F ist bekannt, deine Auslenkung von hier nach da ist bekannt, dann hättest du einen Steifigkeitswert bekommen. Aber wenn deine Kraft nicht hier angreifen würde, sondern hier angreifen würde und du hättest dieses Teil des Systems überhaupt nicht belastet, aber hier hättest du mit einer Kraft dahin gedrückt, dann hättest du auch eine Art Verformung, aber nur das hier wäre einfach mitgegangen, nur das Teil wäre leicht gestauft gewesen. Also diese paar Elemente hätten sich nur ganz leicht um irgendeinen kleinen Betrag gestaucht. Das heißt, wenn du da deine Steifigkeit herausholen würdest, bei derselben Kraft hättest du viel kleinere Verformung, also viel größere Steifigkeit. So ist das auch bei den Schwingungen. Das heißt, wenn dieses System irgendwie so schwingt, dann hat es eine Steifigkeit. Wenn es irgendwie so schwingt, dann hat es ganz, ganz andere Steifigkeit. Man spricht immer von der modalen Steifigkeit. Das alles wird aber in der Steifigkeitsmatrix abgebildet. Keine Angst, diese Steifigkeitsmatrix musst du ja nicht selber irgendwie bauen. Also in der Farbbau vielleicht selber noch ein paar Steifigkeitsmatrizen, um zu lernen, wie das geht. Aber das Programm macht es für dich. Was musst du aber richtig machen, damit diese Steifigkeitsmatrix richtig gebaut ist? Du musst die Struktur richtig abbilden. Das heißt, die Dicken müssen richtig sein. Die Struktur muss einfach so, wie die da ist, da sein. Die Einspannstellen, also wo ist das Teil eingespannt, wo ist das losgegangen? Wo ist das fest, wo ist das los, wenn es irgendwelche unklaren Sachen gibt, wie kann man das kompromissmäßig nachbilden. Das muss alles stimmen. Und natürlich E-Modul. Also wenn es Stahl ist, dann E-Modul vom Stahl. Wenn es irgendwas anderes ist, dann musst du was anderes da geben. Muss stimmen. Das heißt Elastizitätsmodul. Das alles muss stimmen. Du kannst dir vorstellen, dass das eine große Rolle spielen wird für die Steifigkeitsmatrix. Daraus wird sich das Programm selber errechnen, modale Steifigkeit für jede einzelne Schwingform, sei es die Schwingform oder welche auch immer. Das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist die Dämpfungsmatrix. Wobei, ich sagte gerade sehr, sehr wichtig, die meisten lassen sie einfach aus. Was auch nachvollziehbar ist, weil diese am kompliziertesten ist. Die Dämpfungen sind in der Regel nicht linear. Modalanalyse allerdings verläuft immer linear. Das heißt, du musst eine Dämpfung dem System irgendwie mitteilen. In der Regel ist das die viskose Dämpfung. Das heißt, du hast hier eine Dämpfung. Bei einfachem Programm wiederum, wenn das hier schwingt, dann hast du eine Steifigkeit der Feder, die mit der Auslenkung zusammenspielt. Das heißt, Steifigkeit mal Auslenkung ergibt Kraft und Dämpfung mal Geschwindigkeit ergibt Kraft. Das heißt, umso schneller dein System schwingt, umso höher ist die Kraft, die entgegenwirkt aufgrund der Dämpfung. Entgegenwirkt der Geschwindigkeitsrichtung. Ne? Das ist schwer, dahin zu gehen. Also manch einer geht hin und gibt bestimmten Dämpfungsfaktor über alle Moden hinweg. Das heißt, er sagt einfach nur,
mein Material soll eine Dämpfung haben. Und 0,01 groß D-Wert, das ist einfach nur, damit man nicht nichts eingegeben hat. Oder du weißt ganz genau, irgendwo in der Struktur befindet sich ein Dämpfer. Und den kannst du in etwa abschätzen, wie groß der ist. Dann musst du den gezielt in deiner Struktur angeben und sagen, da ist ein Dämpfer. Sehr oft, und das ist nicht ganz verkehrt, lassen die Berechnungsingenieure Dämpfung komplett aus, weil sie erstmal grundsätzlich gucken wollen, wo schwingt denn das System. Und sie wollen erstmal nicht sehen, wie hoch ist der Peak, das siehst du bei Modellanalyse eh nicht, der maximale Auslenkung, sondern die wollen einfach grundsätzlich sehen, wo schwingt denn dein System. Die Dämpfung verschiebt deine eigenen Resonanzen nur minimal, das kann man eigentlich vernachlässigen. Und den Weg kann man gehen, dass man die Dämpfung rausnimmt. Wenn man aber sicher ist, dass man sie in etwa abschätzen kann, sollte man sie vielleicht reinnehmen. Also die Dämpfungsmatrix. Und das zweite, was für die Berechnung, das dritte, was für die Berechnung sehr wichtig ist, ist die Massenmatrix. Also nochmal zu dem einfachen Beispiel. Klar, ne? Wenn das Teil schwingt, dann ist die Masse, hat eine Trägheit. Und es will im Grunde in dem Zustand, wo es ist, verharren. Beim Schwingen wechselt es aber ständig seine Geschwindigkeit. Das heißt, es ist mal hier ausgelenkt, ganz außen, dann ist die Geschwindigkeit 0, dann beschleunigt er wieder zurück. Am meisten, wo die Geschwindigkeit am meisten ist, ist die Beschleunigung 0. Dann bremst er ab. Abbremsen ist wiederum negative Beschleunigung, ist wiederum Beschleunigung. Und, und. Das heißt, Masse hat eine Trägheit und Masse mal Beschleunigung ergibt eine Trägheitskraft, die entgegengesetzt der Beschleunigung wirkt. Ich beschleunige etwas dahin, es wirkt zurück. Das heißt, Massenmatrix ist sehr wichtig. Klar, du musst nicht die Massenmatrix eintippen in dein FM-Programm, aber du musst wissen, die Dichten müssen richtig sein. Da werde ich noch später kurz darauf zurückkommen. Die Dichten müssen richtig sein. Je nachdem, wie das schwingt, wenn das Teil so schwingt, dann spielt, wenn du hier eine zusätzliche Masse irgendwie angebracht hättest, würde es kaum eine Rolle spielen. Wenn du aber hier zusätzliche Masse anbringen würdest, dann würde es sehr starke Rolle spielen. Das heißt, es gibt auch hier so eine Art modale Masse. Für jeden Mod, und Mod heißt Schwingform, für jeden Mod gibt es eine einzelne eigene Masse, die da wirkt. Das heißt, ich kann im Grunde immer wieder auf diese Gleichung zurückgreifen. Für jeden einzelnen Mod kann ich einzelne Steifigkeit bestimmen, aber nur für diesen einen Mod, für diese eine Schwingform und diese einzelne Masse. Dann haben wir, das heißt, Dichten müssen stimmen, und wenn irgendwo Massen fest angebracht sind, dann müssen diese Massen auch stimmen. Allerdings, wenn diese Massen irgendwie mit Gummipuffern angebracht sind und mechanisch eigentlich entkoppelt sind, dann vernachlässige die. Das heißt, wenn du einen Motor irgendwo im Rahmen drin hast und dieser Motor ist aber auf Gummi gelagert, vernachlässige den. Wenn du aber irgendwo ein Ölfilter drin hast und dieser Ölfilter ist nicht abgekoppelt, aber er ist auch nicht ganz stark dran, sondern er hat irgendeine Befestigung, die ist irgendwie, kann selber schwingen, dann müsstest du diese, so wie die ist, dem Berechnungsingenieur zur Verfügung geben. Er wird diese so einbauen, weil sie kann eventuell Eigenleben führen und nicht nur das Gesamtsystem beeinflussen. Das muss der Berechnungsingenieur auch sehen können. Das heißt, wenn du einen Balken hast, das ist einfach nur ein Beispiel, ne? Und dieses Balken fängt an zu schwingen,
und schwingt mal so, dann siehst du, der Bereich schwingt am allermeisten. Das heißt, dieser Bereich der Masse spielt am allermeisten. Wenn hier eine zusätzliche Masse dazu käme, würde es eine große Rolle spielen für diese Schwingform. Wenn hier eine zusätzliche Masse hinzukommen würde, würde die überhaupt keine Rolle spielen für diese Modal, für diese Schwingung. Dichten richtig angeben. Ich möchte das kurz resümieren. Ich habe hier ein paar, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Bedenke bei der Berechnung bzw. bei der Zurechtstellung der Daten für eine Berechnung, dass du erstens die Steifigkeit korrekt abbildest. Steifigkeit bildest du korrekt, indem du E-Modul korrekt abbildest, das heißt Elastizitätsmodul, dass du die Kontur richtig abbildest. Kontur muss, also irgendwie spielt schon eine Rolle, ob das sowas ist oder sowas ist. Das spielt schon eine Rolle. Also das heißt, du müsstest die Kontur relativ gut abbilden können. Du musst auch die Einspannstellen relativ gut abbilden. Das heißt, ob das hier fest ist und sonst nichts oder hier an der Stelle auch noch irgendeine Festhaltung hat, das spielt eine Riesenrolle. Eine Riesenrolle spielt das. Du musst die Dämpfung entweder komplett weglassen oder versuchen zu gucken, wo habe ich Dämpfungskomponenten. Das ist schwierig, diese abzubilden. Man kann Grobdämpfung angeben. Ich würde es komplett erstmal weglassen, um zu gucken, wo was schwingt. Aber wenn du die angeben willst, dann gib schon an den Stellen, wo du meinst, da ist lokal etwas, was dämpft, Dämpfer. Dann gibt es den Berechnungsingenieur, sagt, da ist ein Dämpfer, lass dem entscheiden, ob er es mitrechnen will oder nicht. Wenn du eine Masse richtig angeben willst, musst du unbedingt, also Massenmatrix muss stimmen, wenn das richtig sein soll in deinem Modell, musst du unbedingt die Dichte richtig geben. Das heißt, du hast vielleicht bestimmte Bereiche, die sind fest angebunden, da ist irgendwie, oder Massen müssen richtig angegeben, da ist irgendwie in dem Bereich ist Plastik. Das ist zwar fest angebunden, das hat zwar strukturmäßig keinen Einfluss, aber es hat zusätzliche Masse. Da musst du Dichten richtig angeben. Ist das Stahl, ist das sonst irgendetwas? Die Dichten müssen stimmen und lokal angebrachte Massen. Das heißt, wenn du irgendwo zusätzliche Massen hast, musst du diese angeben. Sagen, da ist fest angebrachte Masse, die nicht entkoppelt ist, also nicht auf Gummipuffern sitzt, sondern fest angebracht ist. Diese musst du bedenken. Und die Dichte. Wenn du in, und das machen sehr viele, in Millimetern rechnest und wenn du Newton benutzt, und das machen sehr viele, weil man will sehr oft Spannung in Newton pro Millimeter Quadrat sehen, weil sehr viele Angaben sind in Newton pro Millimeter Quadrat. Du hast Streckgrenze in Newton pro Millimeter Quadrat, du hast Spannungen, das ist man gewohnt. Dann musst du bedenken, dass deine Masse, dass deine Dichte in Tonnen pro Millimeter Kubik angegeben werden muss. Das heißt, die Dichte, die du da angibst, ist 0,000 und sonst was. Ne? Nicht Kilogramm pro Kubikmeter, wie es eigentlich richtig wäre, sondern in dem Fall, wenn du wirklich mit Millimetern rechnest in deinem FRM-Programm und mit Newton rechnest, ne? Also deine Spannungen sind Newton, die da rauskommen, dann musst du unbedingt wissen, das, was bei dir als Dichte angegeben werden muss, ist Tonne pro Kubikmillimeter. Warum das so ist, ich kann, wenn es dich interessiert, extra Video darüber machen. Bedenke nur, wenn du nicht in den Einheiten Meter, wenn du in Einheit Meter und Newton rechnest, dann ist das Kilogramm pro Kubikmeter. Dann kannst du damit ganz normal rechnen. Aber wenn du nicht in Metern, sondern in Millimetern arbeitest, dann solltest du nicht Kilogramm pro Kubik
sondern pro Kubikmeter, sondern in Tonnen pro Kubikmillimeter Dichte angeben. Das kann man umrechnen. Das kann man verständlich darstellen, warum das so ist. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, kann ich extra ein Video drüber machen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, leite das Video weiter, abonniere den Kanal und ich wünsche dir alles Gute. Bis dann.